Hey, heute im ersten Eindruck Deepest Dungeons von Unmade Games, die Demo-Version 0.23 aus dem Steam Next Fest. Deepest Dungeons ist ein Dungeon-Crawler durch und durch. Ihr spielt einen Kerl mit Rucksack, geht in einen Dungeon, der durch Zauberer jedes Mal anders aussieht und, naja, sucht nach Loot und wollt immer weiter nach unten, nicht? Auf jeder Ebene muss die Tür nach unten und der passende Schlüssel dafür gefunden werden. Es gibt keine Karte, aber dafür habt ihr Kreide dabei und könnt den Boden markieren. Das Kampfsystem ist ziemlich langsam, die Ausdauer niedrig, das Inventar eher klein, euer Typ unstabil. Ich würde sagen, dass wir hier aktuell eher ein Proof of Concept haben und das Spiel noch eine Menge Arbeit braucht. Aber im Prinzip ist das hier genau mein Ding. Weil von der Qualität her würde ich das normal nicht so auf dem Kanal zeigen, aber mir macht es einfach sehr viel Spaß. Ich mag den For the King Artstyle wirklich langsam nicht mehr besonders. Das wirkt sich rückwirkend auch mittlerweile auf meinen Spaß an For the King aus. Naja, Master Audio war auf 100, der Mix ist nicht besonders gut. Musik und Schritte sind sehr laut, während vor allem im Effektslider der Rest dann sehr leise wird, wenn die Schritte vernünftig laut sind. Als Release steht 2024 eingetragen. Ich hoffe, dass das nicht stimmt, weil so wie das Spiel aktuell ist, würde ich wahrscheinlich keinen Zehner dafür bezahlen wollen. Aber schauen wir einfach mal zusammen rein und dann seht ihr, was ich meine. So, der Charakter hier ist nicht frisch, aber frisch gestorben, soweit ich weiß. Also ich bin das letzte Mal mit Alt F4 aus dem Spiel ausgestiegen, weil ich wohin musste. Und das Spiel hat mich wohl umgebracht dafür. Und ihr habt ganz normal, ihr seht, Laufgeschwindigkeit des B ist hier niedrig. Ihr habt Sprinten, aber die Ausdauer verpufft dadurch einfach. Auf Q und E habt ihr Quickslots. Hier sind eure Dudes, mit denen ihr reden könnt. Die Story war ganz nett angeschrieben. Ihr habt hier euren Anführer. Hier neben ist der Typ, der Tränke und Kreide verkauft. Und hier drüben der Kerl verkauft Waffen und Schutzschilde und sowas. Könnt ihr hier durchschauen. Wir gucken mal, es müsste eigentlich im Dungeon direkt was für uns geben, weil wir müssen ja jetzt ohne Waffe darunter, nicht? Dann auf in den Deepest Dungeon. Oh ja, genau, ich passe vorher. Ja, ich gucke, was ich für ein Loadout dabei habe, nämlich gar nichts. Oh, spooky. Nein, ich finde... Das hier ist wirklich sehr cool gemacht. Ich sage, ich mag die Atmosphäre. Ich mag sehr viel an dem Spiel hier. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist relativ dünn. Habe ich das Schwert vergessen? Sagt nicht, dass ich das Schwert vergessen habe. Manchmal liegt da eins. Ich kann ja einfach auch boxen. Das hier ist eins von diesen Spielen, wo man blockt und dann trotzdem Schaden nimmt. Das stört mich immer ein bisschen. Seitdem ich die Demo runtergeladen habe, gab es, glaube ich, 2 oder 3 Patches. Das heißt, der Typ ist voll mit dabei. Oder die Typen. Ich weiß nicht, das sieht nicht so aus wie ein Spiel, an dem 10 Leute arbeiten. Ich hätte das jetzt mehr als Solo-Projekt beschrieben, aber vielleicht ist es ja anders. Oh, ein Heiltrank. Was mich hier ein bisschen gestört hatte, war, wenn ich neue Heiltränke und neue Kreide bekomme, wird das nicht automatisch in den Quickslot eingetragen, sondern ich muss das aus dem Inventar dann da reinziehen. Oh, wurde wohl im Patch geändert. Na dann, kann ich das wohl aus meinem Skript streichen. Nein, sehr stark. Das hatte mich wirklich also nicht viel gestört, aber es war halt lästig. Man hatte links unten dann die Heiltränke drin und war die am Saufen, weil man irgendwie in eine Falle getreten ist oder von Zombies verprügelt wird. Man stirbt, weil die Heiltränke in den Quickslots alle sind und man sieht danach, man hätte noch 15 Heiltränke oder so im Inventar gehabt. Ganz schön großes Skelett, oder meine ich das nur? So im Verhältnis zu meinem Kerl. Ich weiß, die Leute oben im Camp bezeichnen mich alle als Kind, aber ich hatte eigentlich gedacht, das wäre nur eine Übertreibung. Denn ich mag wirklich die Atmosphäre von dem Spiel hier. Ich mag, wie die Beleuchtung und der Nebel gemacht sind. Ich mag generell einfach hier in so einem Dungeon rumzuschleichen. Das ist viel Zeug und direkt der Schlüssel daneben. Und die Kreide hier drüben auf den anderen Slot. Und wir schauen aber noch, ob wir oben nicht noch eine Waffe finden können im obersten Stockwerk. Es gibt Zwischenlevel. Wenn ihr die Dungeons runtergeht, da könnt ihr manchmal wieder hoch, Sachen in eure Kiste verpacken für den nächsten Run. Also es ist, so wie bei sehr vielen Spielen, gerade ein bisschen so ein Extraction-Style mit dabei. Heißt, ihr wollt hin und wieder mal zurückgehen und eine Handvoll Heiltränke, ein Schutzschild, ein Schwert für den nächsten Run einfach in eure Kiste packen. Falls was ist. Ich habe nicht gesehen, was ich da aufgehoben habe. Es gibt weiter unten Fallen. Also ich war, glaube ich, bis jetzt auf Level
4 oder 5 gewesen, tiefer auch noch nicht. Ja, da hatte ich ja schon eine echte Waffe gehabt und eine Rüstung. Also da kommt noch einiges, wenn ein bisschen weiter runterkommt. Aber auch nicht so viel. Ich sage, es ist definitiv als Demo nicht schlecht. Aber ein fertiges Spiel kann ich mir so jetzt spontan nicht vorstellen. Zumindest nicht für irgendeinen angemessenen Preis. Hey, Skelettmann. Sei mehr so ein Proof of Concept dafür, dass das Spiel Dungeons generieren kann und alle Systeme gut funktionieren. Weil das tun sie. Also es greift hier alles ganz nett ineinander, was so da ist. Aber es ist halt nicht besonders viel da. Aber hey, es ist ein Spiel, wo man mit einem Schwert und einem Schild und einer Fackel in einem Dungeon unterwegs ist. Man ist langsam, hat wenig Ausdauer und einen Rucksack auf. Das ist quasi, als wäre das Spiel für mich gemacht. Das musste einfach aus dem Nextfest hier auf dem Kanal erscheinen. Da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Aber ob das was für euch ist, müsst ihr dann halt sehen. Gut, spielen wir einfach noch ein bisschen, würde ich sagen. Ich habe die meisten Punkte jetzt runter. Mir macht es wirklich Spaß. Dann gucken wir mal, ob wir eine Waffe auftreiben können, vielleicht noch was kaufen. Was mich ein bisschen stört an dem Spiel ist, der Schild. Sage ich, der Block schlägt durch. Und da frage ich mich immer bei so Spielen, warum? Warum sollte ich dann überhaupt blocken, wenn ich dabei Schaden nehme, anstatt einfach wegzurollen? Vor allem, weil ich mich in dem Spiel hier anscheinend nicht bewegen kann, während ich blocke, sondern stehen muss. Was ja auch so eine Nummer ist, nicht? Ich meine, kommt schon. Wenn ich mich nicht immer bewegen kann, während ich blocke. Eine Waffe! Es ist soweit. Wir haben ein Broken Sword gefunden. Zack, zack, Broken Sword. Cooles Moveset. Jetzt sind wir voll drin. Ich habe gesehen, dass in einem von den Patches der Schaden von der Fackel reduziert wurde. War anscheinend zu gut gewesen. Ach, eine Mütze auch noch mit dazu. Also, bitteschön. Wird natürlich direkt am Charakter angezeigt. Einzige, was nicht besonders cool aussieht, ist, wenn man ein Schild dran hat. Der hängt einem ziemlich lasch vom linken Arm runter. Und ich habe da auch schon ziemliches Clipping gesehen, dafür, dass ich nicht mal allzu viel Rüstung besessen habe bis jetzt. Das ist der Weg nach draußen. Da könnte ich jetzt hochgehen, zum Beispiel 3 oder 4 von meinen Heiltränken schon mal hinschmeißen, falls ich damit rechnen würde, hier zu sterben. Was ich natürlich nicht tue. Und hier auch beim Laufen. Ich stecke mir quasi gerade selbst das Schwert ins Gesicht. Mit dem Langschwert ist das noch ein bisschen sehr viel auffälliger. Wir können hier mal Kreide auf den Fußboden machen. Weil das hier scheint eine wichtige Kreuzung zu sein. Hier ist zum einen der Weg nach unten. Zum anderen der Weg nach oben. Hey, und die erste Abzweigung, nicht? Okay, dann waren wir da. Dann gehen wir nach hier unten weiter. Bitte tu mir nichts, Skelettmann. Die Gegner sind ein bisschen anteilnahmslos. Macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich die mit meinen Fäusten verprügle oder mit dem Schwert hier. Das Schwert ist ein bisschen schneller, hat höhere Reichweite. Macht ein bisschen mehr Schaden. Ich mag den Stock-Sound für die Türen. Quietsch! Au, hat mir voll eine geklatscht, der Spinner. Dann passt man eine Sekunde nicht auf, wenn man sich über die Horrorfilm-Tür lustig machen will. Und dann sowas. Hallo? Ist jemand in diesem Deepest Dungeon? Da ist jemand. Stimmt, eine Falle. Wo sind deine Freunde, die mich gleich verprügeln, wenn ich mich hinter dich geschlichen habe? $21, vielleicht gehen wir gleich doch mal hoch, bevor wir ans Tiefer gehen. Kaufen irgendwas Cooles. Eine Brustplatte oder sowas. Weiter unten habe ich dann relativ schnell Ausrüstung finden können, die ich dann oben leider schon gekauft hatte. Ist auch mal ein bisschen ärgerlich in so einem Spiel, wenn man dann ein bisschen Zeug zusammenbekommt und man geht dann hoch, um einzukaufen. Geht dann ein Dungeon tiefer und hat dann plötzlich genau das gefunden, was man gerade gekauft hat oder sogar noch was Besseres. Ja, wir gehen gleich einmal kurz hoch, damit ich euch die Kistensituation zeigen kann. Nicht, dass es da viel zu zeigen gäbe. Ich schmeiß da dann irgendwie 3, 4 Heiltränke und das weiter abgebrochene Schwert rein, das ich gerade gekriegt habe. Die Gegner hier sind ja einfach 1, 2 Combo wegrollen und gut ist im Moment.
Unten gibt es größere, schnellere Gegner. Ich gehe davon aus, dass es irgendwann auch Fernkämpfer oder sowas geben wird. Also ich kann euch nicht genau sagen, wie tief die Demo geht, weil ich sie nicht komplett fertig gespielt habe. Ich habe so eine halbe Stunde lang reingeschaut. Ups, ich habe E gedrückt zum Rollen. Nämlich ja Quatsch, jetzt habe ich einen Zwo auf den Boden gemalt, während das Skelett hier vor mir stand und mich böse angeguckt hat. Was hat er da gemacht? Warum malt er auf den Fußboden, während ich versuche, den langsam aber sicher zu töten? Es gibt eine Fackel, ich weiß nur nicht, wofür man die genau braucht. Ich denke eigentlich, dass man so genug sieht. Aber vielleicht ist es ja weiter unten dunkler. So, als wäre man nicht nur im Deepest, sondern auch im Darkest Dungeon. Anschleichen und zack, zack, nimm das. Bis du dich umgedreht hast, habe ich dich schon lange vernichtet. Elendes Skelett. Hier gibt es Buffs und Debuffs, die hin und wieder mal angezeigt werden. Fallen können einen bluten lassen oder vergiften. Weiß ich genau, was das für einen Sinn hat, außer dass man einfach Schaden nimmt natürlich. So, ist da unten jetzt offen? Nein, ist es nicht. Na gut, dann würde ich ja trotzdem mal kurz nach oben gehen. Gucken, ob wir das Geld in irgendwas investieren können. Also im Tooltip steht drin, also hier ist so ein Dokument mit dabei, wo drin steht, was man bei dem Spiel hier so erwarten kann. Da steht drin, dass nicht bei jedem Stockwerk so eine Tür vorhanden ist. Was aber bis jetzt tatsächlich so war. Immer wenn ich irgendwie eins runtergekommen bin. Ach, das ist der Combat Trainer. Immer wenn ich eins weiter runtergekommen bin, war da eine Tür gewesen, mit der ich wieder hoch konnte. So, hier ist doch irgendwo meine große, große Kiste. Dass mir da niemand dran geht, das ist alles meins, okay? Da kommt ein Broken Sword rein, das soll schon mal reichen. Dann gehen wir zu dem netten Mann hier und sagen, hallo, ich würde gerne etwas kaufen. Ich habe 32 Goldstücke. Ich hätte gerne einen Helm? Nein? Ich hätte gerne einen Helm. Ich hab doch schon einen Helm an. So. Ein Punkt Verteidigung mehr für mein ganzes Geld. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, was Verteidigung überhaupt bringt. Wahrscheinlich direkten Schadensabzug. Und zurück in den Dungeon. Jetzt müssen wir einen neuen Weg nach unten finden. Oder die Tür ist jetzt offen, weil wir kurz oben waren. Okay, die Markierung am Boden ist geblieben, das freut mich. Jetzt ist offen, okay? Interessant. Dann tiefer. Denn ich denke nicht, dass ich mein hart verdientes Dungeon Gold in ein Schutzschild investieren werde, wenn ich damit nicht blocken kann. Und ich denke, hier die Ebene machen wir noch und dann habt ihr auch genug gesehen. Das war die Falle. Ich habe gedacht, was ist das für ein Geräusch? Versucht jemand einen Hund anzulocken. War das für ein Klacken? Werde ich beschlichen. Ist ein Predator hier unten. Upsi, hallo, du bist aber ein bisschen schneller als die Freunde von oben, ha? Huh? Also die ersten beiden Level sind, ihr könnt hier ohne Equipment rumhängen, Level. Nachdem ich dem gerade ins Schwert gerollt bin, gehe ich davon aus, dass die Ausweichrolle iFrames hat. Sonst hätte der mich jetzt getroffen. Ah, eine Rüstung. Die hätte mich oben 60 Gold gekostet. Versteht ihr, was ich meine? Ich hätte die dann gekauft, wäre hier unten eins tiefer gegangen und hätte mich um meine 60 Gold betrogen gefühlt. Jetzt, wo hier Gegner sind, die kämpfen können, bin ich sofort wieder drin. Ich könnte jetzt direkt eine Stunde lang spielen. Das ist ein großer Dungeon hier, oder? Ich hätte mir besser ein System zurechtgelegt, sowas wie die ganze Zeit nach links gehen. Jetzt habe ich mich hier hoffnungslos verlaufen. Hey, meine Waffe wird langsam wieder nicht scharf. Hätte ich mehrere Waffen schärfen können oder ist der Schärfungsbonus? Ihr müsst hier aufpassen. Wenn die Speere draußen sind in der Lauf der Reihen, nehmt ihr trotzdem Fallenschaden, was ein bisschen dusselig ist irgendwie. Jetzt lassen wir sie einmal hochschießen, runtergehen. Ich blocke schon mal mit meinem nackten Arm.
Okay, also drüber sprinten kann man ja sogar relativ gemütlich. Muss also keine Rolle machen. Weiß nicht, ob das Biom sich weiter unten noch ändert. In den Screenshots auf der Steam-Seite sah es auf jeden Fall so aus, als wäre man nicht immer hier in diesem, naja, Dungeon. Sondern da gab es Lava-Höhlen und sowas. Also da waren noch andere Sachen mit dabei. Mich interessiert, geht das nach Schwüngen oder nach Treffern? Spontan? Nein, nach Schwüngen. Okay, schade. Sinnvoller wäre es natürlich, wenn die scharfe Waffe nach Treffern berechnet werden würde, wann die wieder stumpf ist und nicht einfach nur nach wildem Rumgeschwinge. Man, die Waffe wird ja nicht stumpf dadurch, dass ich Luft damit schneide. Direkt wieder ein Verbesserungsvorschlag. Ich gehe ins Forum rüber, ich joine dem Discord, ich sage, hey Dude, ich habe einigermaßen Ahnung davon, wie Unity funktioniert. Ich bin ziemlich sicher, dass das absolut kein Ding ist, anstatt nur nach Schwingern zu zählen, nur dann zu zählen, ob man auch Schaden gemacht hat, weil das ist eine sehr einfache Abfrage in dem Zusammenhang. Hallo? War doch gerade irgendwas, was ich aufheben konnte. Ach, das 10. stumpfe Schwert. Kann ich oben alle verkaufen für Peanuts. Ich mich eher erbarmungslos verlaufen habe. Aber da hinten ist der Ausgang, glaube ich. Hier geht's nach oben. Hey, nicht in dem Ton, okay? Ich hatte gehofft, dass ich schneller bin als er. Ich dachte nur ein Skelett, wie soll er schneller sein als ich? Ich schubse ihn einfach um, was wiegt so ein Skelett? 10 Kilo? Was ist das hier? Farmer's Head. Wow, ein Bogenschütze! Uah! Hab ich noch nie gesehen. Hilfe! Kann ich den Bogen haben? Kann ich damit schießen? Kann auch ich ein Bogenschütze werden. Die wollen mir gerade eine knallen, oder? Oh, viele neue Sachen, die ich hier gerade mit euch erlebe. Hier, da geht's weiter, da oben geht's hoch. Hm. Na gut, passt auf. Wir pushen direkt eins tiefer. Wir gucken, ob das überhaupt noch in der Demo mit drin ist. Weil wenn hier schon bessere Gegner sind, was soll dann da unten erst auf mich warten? Hallo, ist jemand, der mich töten will? Ich glaube, Level 4 war ich vorher schon mal, aber da bin ich definitiv nicht Bogenschützen begegnet. Also vorher auf der 3. Aber ich sage, es wurde viel gepatcht, seitdem das Next Fest angefangen hat. Überraschend viel. Die Falle da sieht schneller aus als die von eben. Ja, hier haben wir eine Fackel. Kann ich die in die Offhand packen? Ich habe einen Lichtbonus. Kann ich irgendwo einsehen, was der mir bringt? Increase Awareness. Okay. Das bedeutet was jetzt genau für mich? Ich kann jetzt auch gar nicht mehr blocken. Okay. Heißt Awareness. Ach ja, schau. Ich kann jetzt sogar die Fackeln anzünden. Dann kann ich markieren, wo ich schon gewesen bin. Nämlich da, wo die Fackeln brennen. Es ist ein wunderschönes Proof of Concept. Ich weiß aber halt nicht, ob das hier ein Spiel ist, das man zu einem guten Preis verkaufen kann, ohne dass man Leute sehr enttäuscht. Ja, die brauchen 3 Kombos. Ach, Lederstiefel, Jungs. Als würdet ihr genau das droppen, was ich brauche. Endlich nicht mehr barfuß im Dungeon. Auch wenn ich mir gerade mein linkes Ohr abflemme mit meiner Fackel. Hihi, den nehme ich mit. Wow, der Tod! Geh weg, Mann! Was willst du von mir? Außer meine Seele jetzt speziell. Er ist zäh, der Brocken. Der ist einfach davon geflogen. Seine Leute brauchen ihn. Er ist zurück. Hallo? Kann ich coolen Loot haben, bitte? Oh! Eine Adventurer-Rüstung. Genau das, was ich bin. Ein cooler Adventurer. Das ganze Zeug, was der Typ oben verkauft, langsam habe ich das Gefühl, dass das Gold einfach nur dafür da ist, damit man das oben lässt, um sich eine Startausrüstung zu gönnen. Ich kann jetzt für die nächsten 3 Runs Zeug oben lassen. Und ich denke, wir suchen uns die Tür hier raus und machen Feierabend.
Wir haben hier alles gesehen, was das Spiel aktuell so zu zeigen hat, schätze ich. Hallo? Nicht, dass ich gleich von dem Butcher oder wilden Beastman angegriffen werde. Weiß man nie in so einem Dungeon. 20 Heiltränke, die ich einfach so ohne Cooldown absippen kann, indem ich Q spamme. Kann ich hier unten vorbeilaufen, während die Falle ausgelöst ist? Schön! Sowas mag ich auch, wenn das so genau ist. Dann kann man nämlich auch die Monster da drüber locken. Da sehr gut mit arbeiten mit dem Ganzen. Das macht mir Spaß. Hallo, gerade habe ich von Monstern gesprochen. Zurück, Bestie! Du bist ein normaler Skellyman. Ich weiß, dass ich nur 2 Kombos für dich brauche und dann war es das für dich. Na, hier ist ja was los in dem Raum. Tja, meine Kerl, ich habe das Gefühl, ich muss euch jetzt hier rausschmeißen, sonst sind wir zu lange dran. Ich habe keine Ahnung, wie groß das ganze Ding hier ist. Aber ich mag, also die Dungeon-Aufbau ist gut gemacht. Der Algorithmus, der benutzt wird, um die zu generieren, ist wirklich stark. Noch eins tiefer. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Schlüssel habe. Ne, ich habe keinen Schlüssel mehr. Hier einer drin? Ne. Verkaufen die oben welche? Okay, jetzt haben wir schon mal die Dungeon-Tür gefunden. Dann malen wir vorne Kreide hin. Eine gemütliche 1. Na gut, ich würde sagen, ich schaue jetzt noch nach, wo dieser Schlüssel ist. Und ihr macht, dass ihr hier rauskommt. Noch könnt ihr euch das Spiel selbst anschauen, wenn das Video hier rausgekommen ist. Ansonsten kommt es angeblich noch dieses Jahr raus. Auch wenn ich mir da nicht ganz so sicher bin, ob sich das lohnt von den Animationen her und so. Und wie der Typ hier läuft und dass die ganzen Sachen in mich reinklippen. Aber hey, da habe ich ja gerade schon lange genug darüber geredet. Dann danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen, Kanalmitglied werden, ins Discord kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, ich habe dann noch ein bisschen weitergemacht. Es war dann zu Ende, als ich noch eine Stufe tiefer gegangen bin. Ich hatte noch ein Langschwert gefunden, ein paar neue Stiefel, aber sonst nichts Spannendes. Also habe ich die Demo doch fertig gespielt.